thanks <laughs> for servus oder warte mal da muss ich gleich mal kurz ah. ja Show und das heißt falsch denen geht es im prinzip wie fast jeden imker die können eigentlich die können halt die die finger nicht stillhalten und noch ein bisschen warten und die auswirkungen wenn man das macht ja wenn man zum beispiel als beispiel wenn man zu früh an die Bienen geht, ja? wenn man den Ladies zu früh Eiweißteig auflegt. Äh, das sind alles so, so Sachen, die können unter Umständen die Ruhe, ja? das ist der normale Durchfall, oder Nosema äh, unterstützen. Und da will ich heute mal so ein bisschen zeigen, wie man das unterscheiden kann. Wie kann man an seinem Völker unterscheiden, ist es Ruhe oder ist es Nosema? Oder ist es beides? Meistens, meistens, kann ich schon mal drauf eingehen, meistens ist es so, dass der Beginnen, tut es fast immer mit der Ruhe, ja, mit ganz normal einfach Durchfall, ja, und dann entwickelt sich das langsam hin zur Nosema, ist aber tendenziell ein großer Unterschied. Die Ruhe zum Beispiel ist nicht ansteckend, Nosema ja. Nosema sind einzellige Organismen, die die Darmwand befallen und die Ruhe ist, im, wie soll ich sagen, im, die Ruhe ist nichts anderes wie, die Ladies müssten kacken, sagen wir es wie es ist, können aber nicht. Ja, und irgendwann können sie es nicht mehr halten und dann kacken sie die Bude zu. So, und da will ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen, weil äh, das jetzt ist so die typische Zeit. Wenn man, ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn man jetzt äh, anfangen, konnte es nicht sehen. Hä? Hallo? Ähm, ja, also jetzt, wenn man jetzt zu früh, also nur so als Beispiel, ich sage ja immer wie zum Beispiel mit dem Eiweißteig. Wenn man jetzt einen Eiweißteig macht oder Hefeteig, Seht es, wie ihr wollt. Die, die meisten Leute sehen nur das Problem, entweder in der Hefe oder im, Ei, äh, oder im Eiweiß oder ganz die allermeisten sehen das Problem, ob das Futter umgearbeitet ist oder nicht. Also, ob das invertiert ist oder nicht. Ich kann euch sagen, das Hauptproblem, also das mit invertiert oder nicht invertiert, okay, gebe ich recht, das ist auch so. Äh, das ist schon ein Problem, aber mehr Probleme sind die feinen Bestandteile. Äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, ich nehme jetzt einen Vitaminteig, ja, irgendwas, also keinen normalen Invertzucker, sondern ob Teig oder Flüssig ist egal, da unterscheide ich jetzt mal nicht, sondern ich nehme jetzt, ich fütte jetzt die Bienen mit irgendwas, es ist invertiert, wie zum Beispiel der, der Eiweißteig, den ich gezeigt habe. Oder auch manche sagen Hefeteig dazu. Die Hefe ist übrigens auch dann schon abgestorben, weil der Zuckergehalt viel zu hoch ist. Also die Hefe ist da gar nichts das Problem. Das habe ich aber in dem anderen Video ja schon erklärt. Das Hauptproblem sind die feinen, die anderen Bestandteile. Also das, was die Bienen nicht brauchen. Also das, was alles zusätzlich noch mit drin ist. Das sind tausende Bestandteile, keine Ahnung, ich kenne die nicht alle, ich weiß nur, dass alle anderen Bestandteile, wenn ich, äh, angenommen, ich mache jetzt meinen äh, Invertteig teig mit Bienentee. Ja, kennen viele, die machen das mit Bienentee. Oder mit irgendeiner Art von Teeform, ist völlig egal. Ja, es ist gut gemeint, aber es belastet die Kotblase, das muss man sich immer im Klaren sein. Alles, was man zusätzlich da einbringt, äh, belastet die Kotblase. So, aber, jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Punkt, wenn die Damen nicht fliegen können, ja, wo sollen sie es dann hinmachen? Also, ihr, ihr stellt euch das mal vor, ihr seid irgendwo eingesperrt, ja, äh, könnt eine Woche lang nicht aus eurem Gefängnis raus und irgendjemand füttert euch. Nur mit Zwiebel und äh, Apfelmus. Ja. <laughs> äh, ja. Äh, ist genau das Gleiche. Also wenn, äh, wenn die fliegen können, also wenn eine Toilettengang möglich ist, so blöd wie es klingt, dann ist das alles kein Problem. Dann versteht's mich? Dann ist das alles ist machbar. So. Und dann geht's halt, was belastet es? Was belastet Ruhe? Also Ruhe wird in der Regel von allem ausgelöst, bloß haben sie sich ein bisschen vorstellen kann, wenn die Bienen mehr Nahrung aufnehmen, wie sie sollten in dem Zeitraum. Also, darunter fällt, wenn ein Specht, fangen wir mal mit den natürlichen Sachen an, ein Specht. Ein Specht stört die Winterruhe der Bienen, ja? Der macht da Der klopft da drauf rum, der stört die Winterruhe so, was machen die Ladies? Die werden etwas aktiver. Durch das, dass sie aktiver werden, nehmen sie mehr Nahrung auf wie normal. Es ist aber so kalt, dass sie nicht raus können. Ja? Und irgendwann mal äh, können sie halt auch das bestverwertetste Futter. Es ist ja immer was da, was die ausscheiden müssten. Aber halt im normalen, invertierten, ist es sehr wenig. Äh im normalen Futtersirup oder in ihrem normalen äh, Sommerblütenhonig im Prinzip, also die, die, die normale so Mitteltracht, Haupttracht, problematisch wird dann zum Beispiel Waldhonig. Also ich weiß, das ist immer eine groß diskutierte Sache, ja ist ein Problem, ist kein Problem, ist ein Problem. Ich will mich da gar nicht dazu groß äußern, ich sage nur, bei mir hier in der Gegend ist es so, bei uns ist das so einseitig von der Tracht, wenn Waldhonig kommt. Dass, wenn ich das drin lasse, kacken sich die Ladies spätestens Mitte Januar die gesamte Hütte zu. Woran liegt es? Weil halt einfach viel zu viel drin ist, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja? Ich rede jetzt gar nicht von, dass das Ganze kristallisiert, dass es das aushärtet oder sonstiges. Das ist mir völlig egal. Ich rede jetzt rein nur, was das mit dem Organismus von der Biene selbst macht. Ja. Das ist der Grund, wieso ich abschleudere. Deswegen kommt bei mir alles raus, weil ich die halt so schonend wie möglich durch den Winter bringen will. Ist auch ein großer Faktor. Dann, dann äh, Mäuse. Mäuse, ich habe das auch da. Äh, deswegen ist zum Beispiel hier, weil ich lese immer wieder in den Foren, ähm, was ist. Ja, sie haben die Windel untersucht und sie haben da so komische. Schwarze Verpuppungen auf der Windel. Ja, dann sehe ich Bilder, die sehen dann so aus. Ja, so. Ja. Das ist ganz plump Mäusekacke. Wenn ich sowas auf der Windel habe, muss ich mir im Klaren sein, habe ich eine Maus in der Beute. Ob das jetzt nur kurzfristig war oder ob sich die da eingenistet hat, ist erstmalig im Prinzip völlig egal. Aber wenn da Einmal sowas drin liegt, das kommt ja nicht von alleine. Dann kommt die Mausen unter Umständen öfters, was in der Regel auch so ist, weil für die Mäuse ist es natürlich so ein Bienenvolk in der, in der Wintertraube, ist das ein Paradies. Also erstens mal die toten Bienen, die unten liegen, das ist für die Fleisch, das ist Eiweiß, das ist Nahrung, ja, ist ja nicht verwerflich, ist ja ganz normal, ist Natur. Äh, dann haben sie den Nektar. Ja, also, die können sich alles holen, was sie brauchen. So also eine Maus in einem Bienenvolk ist im Winter ist Schlaraffenland. Die Bienen sind so langsam, die können sich nicht wehren. Weil ich lese dann immer wieder: ach, lass doch, die wehren sich schon. Um Gottes Willen. Also, jeder, wo so eine Aussage macht, äh, mitten im Sommer ein starkes Volk, ja, wehrt sich. Aber im Winter, wenn ich dann eine Aussage lese, so ein Volk wehrt sich. Boah, ey, du hast dann aber ganz schön geschlafen. Weil die Bienen können sich gar nicht wehren. Das ist fast unmöglich. Die können sich wehren, wenn die Maus mitten ins Brutnest genau reinkrappelt in die Wintertraube, aber das wird nicht der Fall sein. Die frisst sich langsam am Rand weg. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Störfaktor. Und dann kommt noch ein großer Störfaktor dazu. Das ist der, wo hinter der Kiste steht, der Imker. Ja, wenn der Imker an den Beuten geht. Wenn der den Deckel aufmacht, wenn er dann, ach, er will ja nur kurz mal schauen, ja, es ist ja ganz legitim, dass man das macht. Aber wenn man das jede Woche macht, schlecht, ganz schlecht. Wenn man jede Woche seine Beuten hochhebt zum äh, äh, wiegen, würde ich auch nicht empfehlen. Ist auch schlecht. Ich, so in der Mitte Etappe, Prinzip jetzt, wenn man ihn mal kurz durchwiegt, alles okay. Aber ich kenne ja auch Leute, die wiegen da alle Woche. Die gehen da alle Woche und wiegen. Ich schalte mal kurz weiter. Ah, das ist eine andere Krankheit. Okay. Und jetzt geht es mal darum, dass man das ein bisschen unterscheidet. Also wir wissen, Störungen sind dafür verantwortlich. Also können. Sie begünstigen das. Ja. Man muss sich da vorstellen, natürlich rein, wenn ich den Deckel aufmache und zumache, löse ich keine Ruhe aus. Aber ich muss mir im Klaren sein, wenn ich die störe, Bewegen sich mehr, essen mehr, die Koblas ist mehr belastet, wenn kein Flugwetter droht, kacken sich die Hütte zu. So, dann <laughs> gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob jemand von euch hier dieses Bild, ja, ob was würdet ihr sagen, ist das, was man hier sieht, Ruhe oder ist das nur SEMA? Was ist es? Mal so in die Runde. Ich warte mal kurz. Ob das Ruhe oder nur Seema ist. Mal schauen. Der Kai, glaube ich, habe ich auch gelesen, oder? Ist der Kai da? Oh ja, der Kai ist da, an Nordbiene. Ja, es würde mich jetzt freuen. Kai, was sagst du? Ja, Roman Ferrari sagt Ruhe. Skorpi sagt Nosima, Stefan sagt Nosima. So, jetzt warten wir mal auf den Kai und dann, wenn er sich äußern will. Lisbeth sagt Ruhe. Tumpfi sagt Nosima. Ja, ich weiß nicht, ob der Kai lest. Ruhe, Nosima. Ja, kann sein. Okay. Also, ich löse auf, das ist Ruhr. Das hat mit Nosema nichts zu tun. Das ist eine äh, schwere, eine richtig schwere, befallene, also Ruhr. Das ist Ruhr. Woher ke kennt man das? Meistens, wenn es so schwere Befälle wird, hier oben sieht man, seht ihr das? Das ist so schön dunkelbraun. Wenn so ein schwerer Befall an Ruhe vorherrscht, ist es meistens mit der Nosema nicht weit. Nosema sieht man hier unten. Ruhe ist meistens äh, dunkler, richtig dunkelbraun, fast schwarz. Das ist Ruhe. ja ist nicht ansteckend, also ist ganz schwierig hier so zum zeigen. Äh, ist nicht ansteckend, aber hier unten ist kommt gleich ein paar Bilder, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Ja. Aber wer auf Ruhe getippt hat, äh, ja, Bienenbastler. Ha, erwischt. Ja, gut. Das, wenn man es einmal gesehen hat, deswegen haben wir mal extra ein paar Bilder gesucht, wenn man es einmal gesehen hat, dann glaube ich, kann man den Unterschied schon ein bisschen feststellen. Wie gesagt, das eine geht meistens mit den anderen einher. So, jetzt gehen wir mal ein Bild weiter, mal schauen, was kommt. Dann ist das eigentlich auch ganz leicht zu erkennen, was ist da passiert. Man schaut in eine Kiste. Man schaut in eine Kiste, die Kiste ist so gut wie leer und oben sind lauter schwarze Punkte. So, ich habe leider kein Bild jetzt von diesem Volk von der Windel. Äh, ich kann es euch sagen. Das ist Ruhe, was da das Volk hatte. Man sieht hier noch ein paar kleine Bienchen, ganz vereinzelt hier zwischen den Wabengassen. Dieses Volk ist auch vom nächsten Störfaktor, wo man auch noch fehlt. Von, äh, Varroa. von der Varroa, sein Varroa-geschädigtes Volk. Die Bienen sind nach und nach ausgeflogen. Das Volk war im Prinzip immer in Unruhe durch die hohe Varroa-Belastung. Dann sieht das die Kiste leer, oben überall so flecken Ruhe. Ruhe, Kombination Varroa. Ja? Klassiker. Ja? Das sind meistens dann auch auf den Oberträgern. Ist das drauf? Dann gehen wir mal gleich mal weiter. So. Das hier, das hier ist, ihr seht es, das ist ein bisschen heller. Das ist wahrscheinlich so der Übergang an den Völkern von der Ruhe langsam in die Nosema. Ja. Äh, man, man, das ist jetzt kein eindeutiges Bild. Also, wenn ich jetzt sowas sehe, würde ich eher tendieren, das ist noch mehr in der Ruhrgebiet. Also, im Ruhrgebiet. <laughs> okay. das ist die Ruhe, ja. Also jetzt gehen wir mal weiter. Das hier ist auch Ruhe. ja. Das war Ruhe. Die Völker sind gestört worden im Oberen, die haben halt wirklich und haben irgendwann nicht mehr gekonnt und haben sich dann äh, ausgekackt, ja. Die können immer anders. Problem ist, wenn ihr solche Waben habt, äh, natürlich, Ruhe ist nicht ansteckend. Ja? Böse Zungen würden jetzt sagen, okay, das nehmen die schon an. Ein Bienenvolk akzeptiert sehr vieles, äh, aber das hat, kommt raus. Also, sowas, sowas kann euch ein Volk wirklich kosten, weil, wie auch schon hundertmal erwähnt, Nosema und Ruhe gehen meistens so einher. Das ist so ein fließender Ü Übergang. Also im Prinzip am Anfang ist es meistens Ruhe. Also wenn es meistens aus dem Winter hinausgeht, ist es meistens erstmals nur Ruhe. Ja? Und dann entwickelt sich das zu einer handfesten Nosema. Äh, es gibt da eine Amöben-Ruhe, wird das genannt. Äh, und warum heißt es so? Weil Ruhe ist eigentlich nichts anderes wie Durchfall. Ja? Und Nosema ist ja, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, einzelliger Parasit. Und wenn der Durchfall durch den Parasiten ausgelöst wird, dann nennt man das Ganze amöbenruhr Ich könnte jetzt hier ein Mikroskop aufstellen. Ich habe mir auch gedacht, also wenn es jemand hier interessiert, dann schreibt es, dann werde ich vielleicht mal auch mit Mikroskop, werde ich mir ein Mikroskop hier herstellen und dann werden wir mal so blöd wie es klingt, Bienenkacke untersuchen und ich kann euch das zeigen, man sieht unter dem Mikroskop, kann man wirklich das sehen. Man sieht sogar, also ich kann mit meinem, ich habe so ein, eigentlich ein ganz günstiges Elektronenmikroskop. Äh, ja, da hast du recht, Stefan. Aber so ist es hier halt auch. Das sind auch einzellige Parasiten, das ist, Nur immer. wir. Aber wie gesagt, dann kann man das mal, ich kann das gerne mal zeigen. Das, dann, man sieht es, man sieht sogar, äh, wenn man da ein bisschen Auge dafür hat, man, könnte, man sieht sogar äh, die Sporen von amerikanischer Fallbrut, äh, man sieht, man kann die Ruhe von Nosema unterscheiden und beim Nosema gibt es auch zwei verschiedene Typen, äh, die kann man auch unterscheiden. Ja, Kerstin, also können wir gerne mal machen oder ich mache mal ein kurzes Video, aber ich mache mal einen Livestream draus. Ist für mich ein bisschen einfacher, weil ich brauche nicht viel Schneiden. Und dann kann ich das mal zeigen. Das hier ist immer noch Ruhe. So, dann bei der Nozema. Also ich habe die Bilder nur ganz spontan alle schnell zusammengesucht. Und deswegen weiß ich nicht genau, was nach der Reihenfolge kommt. Es sind nicht viele. Das ist zum Beispiel hier, kann man den Unterschied feststellen. Uh, unten ist die, hier ist die gesunde, da oben ist die geschädigte. Wenn man den Hinterleib, die aus, wenn man rauszieht, bei der oberen sieht man ganz klar, ist von Nosema geschädigt. Wenn das Ganze jetzt nur Ruhe wäre, ja, dann sieht der Hinterleib, die, die aus im Prinzip aus wie das untere, nur sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Das ist eigentlich so der Unterschied. Ich könnte da schon noch ein bisschen mehr in die Materie reingehen, aber ich glaube, äh, es hilft euch nichts, wenn ich über Glänzparasiten und sonstiges erzähle. Aber ihr könnt es nicht unterscheiden. Und hier ist ein ganz ein gutes Beispiel. Deswegen hat mir das Bild ganz gut gefallen. Rechts ist die Ruhr und links ist Nosema. Ja? Da sieht man auch wieder, dass es schön einhergeht. Äh, und das hat jetzt auch vom Code her... Das hat auch vom Code her nicht viel mit dem Futter zu tun. Es ist wirklich so, ja... Äh, da, ich glaube, an dem Bild kann man es wirklich schön festmachen. Da hab, es geht ja nur darum, dass man da ein bisschen Auge dafür bekommt. Weil äh, im Prinzip ist, sind die, die Maßnahmen dafür eigentlich immer das gleiche. Es gibt eigentlich nur eine Sache, dazu kommen wir auch noch. Das ist die Maikrankheit. Ja, die Maikrankheit hat in der Regel was zu tun am Überschuss und sehr trockenes Wetter und zu wenig Wasser. Genau. Also der Tungfu schreibt ja scheiß rein, ist nie gut. Hat er auch recht, weil wenn man bei dem einen nichts unternimmt und bei dem anderen nichts unternimmt, kommt am Schluss immer das Gleiche raus, der Tod des Volkes. So, es kommt jetzt nur darauf an, wenn man das vielleicht weiß, also wenn man es weiß, was die Auslöser sind und wenn man weiß, wie man, warum das so ist, dann kann man vielleicht auch bei manchen Völkern sagen, okay, das erledigt sich in den nächsten Tagen von selbst. Die haben die Heilung im Prinzip, bringt das Wetter mit oder man muss sich was einfallen lassen. Ja. Äh, um das geht es mir eigentlich, dass, dass ich da ein bisschen sensibilisiert dafür, weil ich bin mir sehr sicher, das dauert jetzt ungefähr zwei Wochen, vielleicht auch drei. Dann kommen wir langsam in Wetter, wo sehr viele Bienen wieder das Fliegen beginnen und dann äh, ist mein WhatsApp, ja, wird überflutet mit Bildern und Hilfe, Hilfe, die sterben, ja. Aber. Wie gesagt, wenn das jetzt im Prinzip das Flugwetter regelmäßig einsetzt und das ist alles schön so dunkel, also ein bisschen, so wie die anderen Bilder, ist schon krass. Also, wenn das so ein bisschen, dann ist das in der Regel löst sich das Ganze ganz von alleine. Ja? Aber jetzt komme ich noch dazu. Deswegen sage ich euch das mit dem Code, Blase belasten und dem Ganzen, weil viele, die sowas sehen, da, oh, ich weiß, was denen fehlt. Da mache ich mir einen Bienentee. Nein, Jungs, meine Damen und Herren, bitte nicht. Ja, bitte keinen Bienentee, weil was haben wir dann? Belasten wir die Kotblase noch mehr, weil die können ja nicht fliegen. Ja, wenn die regelmäßiges Flugwetter haben, dann ja, können Weil man kriegt sowas. Ob das jetzt äh, egal was es ist, man kriegt es mit Wabenhygiene und Flüssigkeitsgabe sehr schnell in der Regel in den Griff. Außer es ist schon so ausgeprägt mit der Nosema, dann ist aber meistens auch kein, fast kein Volk mehr da zu retten. So. so sieht das Ganze im Prinzip im Gesunden aus. Ja? So sollte es aussehen. Uh, und so ist es ja ganz normal wenn ihr jetzt dann auf euren Beuten lauter so kleine Dinger drauf habt im Frühjahr uh, dann ist es völlig normal das sind die Bienen die krabbeln raus weil die Sonne hat also hat die Kiste ein bisschen erwärmt die denken sich yes, raus super super Wetter ja und dann ist draußen aber kalter Wind <laughs> uh, und dann was machen sie noch? ja uh, und dann zurück und dann sitzen sie irgendwo auf der Kiste, so müssen aber trotzdem, weil die waren schon voller Hoffnung, sich zu entleeren, ja, was wollen sie denn tun, dann krabbeln sie so schön über die Kiste und dann sind überall so schöne Häufchen. Ja, völlig normal. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ist nichts Dramatisches. Ja, ja genau. Oder im Auto oder an der Impkerwäste, genau. Das kennt man. Also, bloß, dass ihr das ein bisschen unterscheiden könnt. Solange das alles in einem gewissen Rahmen bleibt, weil äh, die Nosema oder. Na, Ruhe hat ja keine Dinge. Ruhe ist ja im Prinzip nur eine Darmentzündung. Äh, aber Nosema-Sporen, also die, die einzelligen Parasiten von Nosema, die hat jedes Volk. Jedes Volk. Dann noch ein Auslöser für, so, für Nosema ist zum Beispiel, ähm, wenn ein sehr schwaches Volk, also einfach ein überfordertes Volk. Was, da kann das auch sein, dass das natürlich dann so endet. Ja, schauen wir mal. Ah, sind wir eh schon durch. So genau, dann sind wir hier. Wenn ihr im Sommer, also das Ganze ist die Maikrankheit, ja. Und äh, das Bild hat mir gefallen, weil das Bild deutet sehr schön darauf hin. Diese Spritze. Die sind, schauen fast aus wie Nosema. Ja? Die schauen wirklich fast aus wie Nosema. Nur der Unterschied ist, Nosema tritt meistens, meistens entweder so kurz vorm Winter auf oder kurz nach dem Winter. Entweder im Herbst oder im Frühling. Im Herbst, wenn es auftritt, ist es meistens schlechter wie im Frühling. Ja? Weil im Herbst weiß man, es wird noch kälter. Äh, da kann man schlechtes Futter tauschen. Weil meistens ist, bei, ist wirklich der Futter. Das Futter der Bienen ist der Auslöser. So, jetzt sind wir bei dem hier. Sieht aus wie ist aber meistens mitten im Sommer. Deswegen heißt das Ganze auch Maikrankheit. Es kann auch auf den Beuten so sein. Aber meistens, meistens sieht man das in irgendwelchen Blumenbeeten. Bei euch, direkt bei den Bienen, bei Bienentränken, bei, bei allen irgendwo, wo irgendwo Feuchtigkeit da ist. Findet man das und das ist ein eindeutiges Indiz für die Maikrankheit, weil Maikrankheit wird ausgelöst im Prinzip an Wassermangel und Pollenüberschuss. Ja, Pollenüberschuss ganz schlecht. Jede, also sehr viele Imker, die meisten wissen es, wenn, wenn im Sommer äh, alles schön blüht und sonstiges. Und die Blüten haben ja nur Nektar, wenn genügend Feuchtigkeit da ist. Pollen haben die eigentlich immer, ja? Pollen ist immer da bei den Blüten, aber der Nektar ist nur da, wenn genügend Feuchtigkeit da ist. Also wie vor zwei Jahren, super schöner Sommer, also zum Baden und so ein Traum. Ewig lange, also ich glaube, das hat ja drei Monate lang nicht geregnet. Da ist sowas so. Und da kommt auch das Gerücht her, beziehungsweise das Thema äh, Bienentee. Bienentee. Nimm für Nosema und Ruhe, mach Bienentee. Ja, da kommt es her. Aber nicht im Frühjahr und im Winter. Und im Herbst. ja Im Herbst, okay, da vielleicht. Aber da müssen noch Flugtage da sein. Was aber dann muss man schauen, wenn es im Herbst auftritt, was war der Auslöser? Weil. Die Bienen gehen dann, im Prinzip kann man ja nichts mehr ändern, die Bienen gehen dann mit dem falschen Futter, das sie nicht vertragen, in den Winter. Ja, aus dem Winter heraus, da kann man Zeit schinden. Da kann man sagen, okay, ich lege einen Inwertfutterteig auf, äh, ohne alles. Und vielleicht einen Schwamm oder so ein Schwammtuch lege ich drauf. Und das Schwammtuch mache ich nass. Keine Bienentee, nur einfach ein bisschen feucht machen, dass die da dran schlüpfen können. Das ist alles, aber in den Winter wird immer schwierig, in den Winter, weil man kann schlecht im Prinzip im November das komplette Futter austauschen, ist meistens fast unmöglich und das ist zum Beispiel der Grund, das ist, weil viele sagen, ja wieso bin ich so ein Verfechter vom der Honig muss raus, ja? wieso bin ich so ein Verfechter, wieso sage ich das, eigentlich, eigentlich ein ganz einfacher Grund, weil ich einfach meinen Völkern, äh, ich habe ja auch irgendwann mal das Imkern begonnen und ich habe ja auch gedacht am Anfang, und das ist oftmals der Gedanke von Imkerneulingen, man will sehr ökologisch imkern, will ich immer noch, mal von dem abgesehen. Man will für die Bienen das Beste. So, man sagt, man will für die Bienen das Beste und dann denkt man sich, hey, das Beste ist doch das, was sie in der Natur finden, ja. Jein. Leider jein. Durch unsere Monokulturen ist das einfach ein Problem mittlerweile. Ja, das ist, und das, wenn du dann Volk hast und du bist im äh, Anfang November und dann auf einmal hast du Ruhe und nicht an einem Volk, sondern an, an einem fast einem ganzen Stand haben alle Völker Ruhe. Aber so, dass wirklich. Die sind eine Woche oder zwei Wochen kein Flugwetter und danach haben die Ruhe, dass du meinst, dass es geht nicht schlimmer. ja? Da machst du dir Gedanken, das, das schwöre ich euch. Da macht ihr euch Gedanken und dann so ein Volk zu retten, das ist ein Mammutprojekt. Weil man muss im Prinzip das, das alte äh, Futter rausbringen und muss ein neues Futter reinbringen und das Anfang November. Ist eine Hausnummer. Ich kann. Von Glück reden, bei mir hat damals das Wetter mitgespielt und wir haben es just in time äh, hingebracht. Ja, ja der, der Markus sagt ja. Äh, und das ist der Grund, natürlich gibt es Orte, natürlich gibt es Ecken, da wo das noch funktioniert, da wo man den, die, die Spättracht noch in den Völker lassen kann. Aber bei uns ist es halt so, bei uns ist die Frühtracht. Standard-Frühdracht, da ist auch Raps, also Raps habe ich immer, äh, aber sonst alles dabei. Dann geht es weiter über so die, die Haupttracht im Sommer, da habe ich bei mir oben die ganzen Wildwiesen, da, also auch alles super. So, aber dann geht es irgendwann so Ende September, meistens ist es halt bei uns hier so, es ist ganz merkwürdig, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, da geht es so Ende September langsam. Äh, kommt der Wald bei uns, also sehr spät. Meistens Anfang September geht es los und ja, ja doch, meistens früher. Meistens, äh, ja, zwei Wochen vor September geht es los und dann, geht's, dann geht es sehr lange. Und wenn bei uns der Wald hier honigt, dann honigt der ja richtig krass. Also ich, es ist Wahnsinn, ich habe da meistens ein Problem mit varroa behandlung einfüttern und dass die nicht, da könnte nur im Prinzip nur ein Honigramm draufknallen, ja. Und da ist bei uns der Waldhonig, der ist, der ist schwarz wie die Nacht. Ja, natürlich ist für die Leute, die den essen und so, super Sache, ja. Die freuen sich auch, ja. Aber für mich passt er nicht. Für mich passt die Jahreszeit nicht, wo das Honig anfängt, das ist viel zu spät für mich. Und was mich noch stört, dass ich das Zeug nicht drin lassen kann. Ich kann das nicht drin lassen. Äh, Wenn man weiß, wer es wird. Ja, der Marco schreibt es auch, man schläft. Ja, und ich bin da fast aufs Maul gefallen. Also ich hätte fast meine ersten Völker so richtig verloren und da wäre ich so richtig aufs Maul gefallen. Und nur aus dem Grund, weil Alex gesagt haben: kein Problem, lass ruhig, lass ruhig. Und jetzt weiß ich auch, wieso ganz viele auch hier in der Gegend das Problem haben, dass da. Und wenn du die Völker anschaust, die Völker sehen jetzt nicht so aus wie hier, äh aber. Die, wo bei denen über den Jordan gehen, die schauen meistens schlimm aus. Und meistens jetzt. ja. Und das liegt da meistens am, an dem Waldhonig bei uns hier. Und aus dem Grund, bevor ich da ein Risiko eingehe und hier in die Welt hinausschreibe, ach ist kein Problem, lass den Waldhonig. Das ist überhaupt keine Aktion. Finde ich ist das für mich die Verantwortung, weil jetzt zum Beispiel, jetzt schauen sie 80 an, wahrscheinlich bis in ein paar Wochen haben sie ein paar hundert Leute angeschaut, unter Umständen sind ein paar Anfänger da dabei, äh, die verlassen sich auf mich, ja. sollten sie vielleicht nicht unbedingt immer, aber die verlassen sich auf mich und mir persönlich ist das schon so ein Herzensding, dass ich sage, dann versuche ich zumindest den sichersten Weg rauszukriegen für die und der sicherste Weg ist definitiv Honig komplett raus raus und auffüttern ganz normal ob ihr normal euren Zucker anmischt oder kauft ist mir völlig egal aber ihr füttert normal auf und dann ist das äh, dann ist das schon mal das, das Risiko dass ihr sowas habt ist dann schon mal wesentlich geringer und äh, ja das ist es ist immer so das ist was? Wenn Honig, dann Frühdracht. Ja, bei uns ist Frühdracht und Hauptdracht. Die Waldtracht, ich mittlerweile. Erstens mal, Waldhonig will bei uns hier in der Gegend fast keiner. Also, will keiner. Sehr, also, verkau verkauft sich sehr, sehr schleppend. Äh, und ja, ich, vor allem, er fängt bei uns sehr spät an. Ja. Thomas, D., ich denke mal, das Schlüssel ist, nicht nur Waldhonig drin zu lassen, sondern von jeder Tracht etwas. Ja, Thomas, das, das stimmt, das stimmt, aber das Problem ist, die Tracht kommt halt bei uns heutzutage durch die Monokulturen einfach nicht mehr gemischt rein. Es ist entweder nur das, nur das, nur das oder nur das. Und dann entweder in Hülle und Fülle oder gar nichts. Und das ist auch der Grund, wieso ganz viele Stadtimker. Ganz viele Stadtimker haben da einen kleinen Vorteil. Es ist wirklich so, äh, weil da einfach ganz viel gemischt ist noch. Jeder, man hat so ein bisschen da Blütchen, da eine Blume, da ein kleines Beet. Äh, deswegen ist es meistens, ich kenne jetzt ein paar, die sind da wirklich in der Stadt, die haben da schon. Also, wenn es aber heißt, oh du, da voll am Land, da hinten raus, oh, das läuft ja wie Hölle, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. <laughs> nein. Äh, das ist auch ein Grund, wieso ich ab und zu mit meiner Drohne fliege. Äh, ich mache zwar da, aber ich habe euch, ja, das letzte Video habt ihr ja gesehen, aber für mich ist der so ein Drohnenflug. Im Prinzip, ich schaue, was wird angesät, wo wächst was. Äh, ich fahre dann auch mal einfach ein paar Stücke ab, dass ich so ein bisschen abrastere, wo was wächst. Was ganz gut ist, habe ich festgestellt, aber solche Plätze sind sehr begehrt und sehr selten zu finden. Das ist wenn man ein großes Waldgebiet hat und in dem Waldgebiet sind vier, fünf Felder. Das ist meistens ein ganz, ein gute, ganz ein guter Standort. Äh, ich bin da trotzdem so in viel Honig. Ja, Tumpfi, ich war da auch so, aber ich, bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Mir, ich kann, eigentlich möchte ich es ungern euch zeigen. Äh, damals habe ich noch nicht mitgefilmt. Äh, ich bin mir sicher, weil ich habe es mehrere Mal ausprobiert. Ich, wenn den Ladies das drin lasse, ja, was sie ein Großteil davon, sagen wir mal, meine bloß 30%, von dem, was sie gesammelt haben, lasse ich drei, vier rämpchen lasse ich drin und der Rest wird aufgefüttert. Habe ich die Kacke am dampfen, ja, sagen wir es mal so. Ist was ganze Arbeit geleistet. Hey, ich bin schon im Schlafanzug, ja. Ich bin hier schon in meinem Schlafanzug. Ja, Alfred, da hast du auch recht. Da hast du auch recht. Aber es ist, mir ist nur wichtig, dass du da ein bisschen das, das Gefühl dafür kriegt, zum Unterscheiden. Äh, was ist Ruhe? Was ist Nosema? Und was kann man tun? Also, was kann man tun, wenn man, wenn man jetzt im Prinzip, also, was kann ich schon mal vorbeugen tun? Die Bienen in der Winterruhe nicht stören. Ganz ein wichtiges Thema. Schauen, dass auch nichts anderes die Winterruhe stört. Mäuse, Spechte, Spaziergänger, neugierige andere Imker, ja. Äh, wisst ihr, was ich meine? Das, das ist schon mal ein gutes Fundament, dass man das Ganze so ein bisschen einpegelt, dass man sagt, okay, ich will das Ganze minimieren. Dann Varroa, ganz ein großes Ding, ist der Varroa. Das Bild, was jetzt da gerade da ist, das ist ein Varroa-Schaden, ja, äh, Kiste leer, der Boden leer, also es sind fast keine Bienen am Boden. Äh, da kann man so ein bisschen austarieren, an was liegt es. Dann, äh, was, wenn ich zum Beispiel, ich komme oft dann zu welche, die wo mir dann anrufen und schreiben, sagen, hey Jupp, schau mal vorbei, mir ist ein Volk eingegangen, ähm, die wissen, ich bin kein Wunderheiler, ja. Ich kann das Volk nicht wieder ah, zu Leben erwecken, aber die fragen halt dann, durch das, dass ich halt schon sehr viele gesehen habe, weil halt sehr viele anrufen und ich auch sehr gerne den anderen helfe, weil ich ja da auch lerne dadurch und durch dieses Lernen äh, kann ich auch unter Umständen die Fehler bei mir vermeiden, ja. Und dann komme ich hin, da liegt unten ein riesen Berg Bienen, ja, riesiger Berg toter Bienen, also bis wirklich voll, alles voll, äh, links und rechts, alles voll mit Futter und in der Mitte die ein paar Überreste. Ja, ganz klar. Das ist meistens sehr, sehr wahrscheinlich Futterabriss. Komme ich aber hin und es liegen auf dem Boden fast nichts. Der Boden ist fast sauber. Da liegen, weiß ich nicht, 100 Bienen. Aber vor der Kiste, unter der Kiste. Also wenn es sehr kalt ist, liegen sie meistens vor der Kiste. Und ich rede jetzt nicht von... Äh, 100, 200 Bienen, ja, weil das ist ganz normal, Reinigungsflüge und sondern da liegen Tausende, der ganze Boden übersät, dann ist es meistens äh, so blöd wie es klingt, dann ist es Varroa-Schaden. Was, also, heute gibt es Currywurst? Ja, und das, das, das will ich halt, dass die Leute das sehen und das nicht immer gleich Panik und der Bienentee so schön und lieb wie sich das anhört, weil mit Tee verbindet man immer automatisch, das muss wirken, das ist gut, weil das ist ein Tee, ein Tee ist immer gesund und wisst ihr genau deswegen sage ich das. Nein, nicht im Winter, um Gottes willen nicht im Winter. Im Winter hat der Bienentee nichts zu suchen. Die Bienen brauchen was, wenn sie nicht fliegen können, was die Darm was den Darm nicht belastet, wo nichts drin ist im Prinzip. Ja? Und jetzt kommt dann auf die Idee, destilliertes Wasser. Das ist nämlich dann zu krass in die andere Richtung. Ja, Hopfentee. Erich von den Socken, Hopfentee unter Umständen aber auch nicht für die Bienen im Winter. Also im Sommer, wenn der Flugbetrieb ist und ihr habt es da wie die Maikrankheit oder ihr merkt da, dass da so ein bisschen Dünsch auftritt. Ja? Dann ist, könnt ihr gerne Tee nehmen. Könnt ihr wirklich gerne Tee nehmen. Aber äh, solange die nicht fliegen können regelmäßig, bitte nicht. Ihr macht den Ladies mehr Probleme, was ihr gut machen wollt. <laughs> okay, Tumpfi, das probiere ich mal. Die Schnitzelart. So, was wollte ich noch? Jetzt schauen wir mal auf meinen Zettel, ob ich da irgendwas. Weil eigentlich ist das gar nicht so dramatisch. Ruhe, ja, Hammer. Ruhe ist nicht ansteckend zusammengefasst. Meistens der Auslöser ist falsches Füttern, Winterstörungen. Äh, und durch die Störungen nehmen sie zu viel Futter auf und können nicht fliegen. Ja, Werner. Es ist so, einfach in, Wert, in Wertfutter. Wenn es halt sehr kalt ist, dann in Teigform, aber auch ohne Pollen, ohne Vitamine, ohne alles. Wenn dann, wenn wir Richtung Frühjahr hingehen, dass die Ladies fliegen können, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Also könnt ihr im Prinzip könnt's immer machen, was ihr wollt, aber es ist halt nicht unbedingt schonend. Ähm dann Nosema, ansteckend. Die Darmwand wird belastet. Wenn es einen ganz genau interessiert, kann er sich so eine Biene schnappen und dann im Prinzip den Hinterleib, den Hinterleib und der, also die Kotblase untersuchen. Wenn die Kotblase aussieht wie oben, wie so eine Karotte, so eine aufgequellte, dicke Karotte, dann wisst ihr, ist Nosema, sieht das Ganze aus wie unten ist alles normal, sieht es aus wie unten und ist aber dunkel, so eher kastanienförmig, also farbig, so kastanienmäßig, dann wisst ihr, das ist normal, einfach nur Ruhe. Ja. Was mit dem? Ja, also ich habe hier einen Jumpsuit an, ja. Das ist wirklich, das ist mein Schlafanzug jetzt dann. Und das ist, weil viele, und deswegen habe ich ja Auswinterung, Krankheiten, häufige Fehler. Und die meisten machen jetzt den Fehler. Und da kann ich halt keinen sagen, wann ist die richtige Zeit. Das kann ich leider nicht. Das, ich würde jetzt liebend gern bei euch da durchgehen, würde sagen: Erich von den Socken, leg am, weiß ich nicht, 28. Februar das Futter auf und die Welt ist alles wunderbar. Ich kann das nicht, ja, ich, weil das ist bei jedem anders. Das ist bei jedem wirklich anders und das Wichtigste ist wirklich draufschauen. Wann ist Flugwetter? Wie können die Ladies fliegen? Also können sie wirklich? Ah, Thorsten Kiefer? Ja, habe ich gerade schon gesagt, aber ich sag's nochmal gleich. Ähm, ich sag's gleich. Also also Eiweißteig erst wie jeder andere Teig, der irgendwas, also sobald ihr Teig Teig, wo nur invertierter Zucker ist, könnt ihr immer auflegen, immer, ja. Äh, wenn aber genügend, wenn man gut eingefüttert hat, sollte man im Prinzip, man sollte immer, das ist, ich finde, das ist immer eine Notlösung. Also wenn ich mitten im Winter, wenn ich Anfang Januar Auflegen muss, dann ist das für mich eine Notlösung. Dann habe ich was falsch gemacht. Sollte ich mir fürs nächste Jahr irgendwas empfangen lassen und gut ist. Ja, dann geht es dran, wann kann ich irgendwas anders auflegen? Pollenteig, Eiweißteig, äh, keine Ahnung, Vitaminteig, äh, irgendein Teig mit Tee. Ja, äh, gibt ja mittlerweile so viel Zeug, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Wann den auflegen? Eigentlich auch ganz leicht erklärt. Sobald regelmäßiger Flugbetrieb einsetzt. Sobald man garantieren kann, die Ladies können in der Woche mindestens ein bis zweimal fliegen. Ja? Wenn das eintritt, wenn dieser Zeitpunkt ist, dass man sagt, okay, die können jetzt regelmäßig fliegen. Also wie zum Beispiel, ich, ich warte jetzt noch ab, wie der Wetterbericht weiter wird. Ich wollte eigentlich diese Woche Teig auflegen, ja. Aber es sieht jetzt aus, dass wir nochmal einen extremen Kälteeinbruch kriegen. Und das über mehrere Wochen, wenn es blöd läuft. Deswegen will ich jetzt abwarten. Deswegen habe ich entschieden, nein. Nein, mache ich nicht. Also ich warte jetzt wirklich bis äh, gleich. Gott, ihr schreibt heute zu so viel. Ich finde es ja cool, aber ich kann da gar nicht mit reden, schauen und lesen. Ähm, ich warte jetzt noch ein bisschen ab, bis halt der Moment ist, wo wirklich regelmäßiger Flugbetrieb ist, wo ich garantieren kann, einmal in der Woche können die Ladies fliegen. Ja? Und nicht nur für zwei Minuten, sondern für meinetwegen so für, für zwei, drei Stunden. Ja? So typische Mittagszeit können die fliegen. Dann ist für mich der Zeitpunkt angekommen, da lege ich bei denen bei mir Eiweißteig auf. Jedes Volk kriegt 250 Gramm Eiweißteig und 100 Gramm normal. Normalen Teig. Und ganz starke Völker, also wo. Also schwächere Völker, nicht starke Völker, schwächere Völker mit. Äh, ganz langsam. Ja. Ja. Äh, äh, schwächere Völker, wo aber sehr viel Futter vorhanden ist, mache ich eigentlich ganz leicht. Ich ritze einfach Brutnestnah ohne. Irgendwas groß aufzulegen oder sonstiges. Also, Eiweißzeit kriegen die auch, aber meistens ritze ich über dem Brutnest den Futterkranz auf. Nicht überall, sondern wirklich direkt bei der Wintertraube, wenn das die Kugel ist, da so oben drüber und da so oben drüber, ritze ich dem Futter, das Verdeckelte auf. Und wirklich nur auf so ein Stück, weil dann gaukle ich auch vor. oh, uh, die müssen was machen. Weil dann ist der Zeitpunkt, die können ja fliegen. Die Koblase ist mir dann im Prinzip fast egal. Die darf wieder belastet werden. Da geht es mir dann nur noch drum. Ich will nicht, dass die Bienen viel umarbeiten müssen. Ja, ich will sie von denen her schonen. Aber ich will ihnen trotzdem so einen kleinen Futterstrom vorgaukeln, dass sie mehr im Brut geht. Ja. Was für Futterkranz? Ja, also. Was jetzt los. Äh, was für ein Futterkranz? Äh, der Futterkranz um die Bienenkugel. Also bei mir haben die mit Sicherheit noch äh, schöne Futterkranz. Also oben ist mit Sicherheit noch ein bisschen was. Und wenn ich merke zum Beispiel, dass es auch, dass jetzt ein Volk, ein starkes Volk, schon ziemlich leer geräumt hat und um die Kiste herum, ja, ist, also um die Bienen drauf herum, ist sehr wenig Futter. Dann ist so der Punkt angelangt, wo ich meistens dann entscheide, ähm, warte mal, ich schalte das mal aus jetzt hier. Wo ich entscheide, dass ich sage, ähm, ich nehme was raus, also leere Dämmchen und rücke von mehr das Futter richtig wieder ans Brutnest. Ja. So, wer hat es da? Da. Ja, Michael, du glaubst gar nicht, was ich hier noch alles gleichzeitig mache. Rolf Müller im Zweifelsfall lieber zu spät als zu früh. Ja, also in dem Fall, in dem Fall ist, stimmt es, Rolf. Also Sky Honigräume würde ich sagen, lieber zu früh als zu spät. Aber beim Futterteig auflegen äh, ist es, laut meiner Meinung definitiv so. Lieber ein bisschen später als zu früh. Also, ich kann es lesen. Marco, jetzt warte mal, da war doch noch eine Frage. Thomas D., hast du schon mal alte Pollenwaben zu Teig verarbeitet? Nein. Nein. Auch ein ganz einfacher Grund. Alles, was bei mir an. Da stimmt doch was mit Licht heute nicht. Alles, was ich bei mir an alten Waben rausnehme, ob das. Alles, was mit Pollen zu tun hat oder mit, äh, sag's mal, mit, alten, mit Honig, mit alten, kommt bei mir nicht mehr rein. Und das Hauptproblem ist heutzutage an den Pollen, und ich musste feststellen, das ist wirklich so, hat zu mir noch mal ein alter Imker gesagt: Pollen, er versteht den Hype über die Pollen heutzutage gar nicht mehr. Weil. Pollen ist eigentlich fast das fast Sondermüll der Bienen. Weil in die Pollen ist meistens wirklich alles drin, was man nicht haben will. Und deswegen nehme ich eigentlich keinen eigenen Pollen. Also ich nehme überhaupt keinen Pollen. Also äh, wenn ich einen Pollenersatz haben will, dann mache ich das mit dem Eiweißteig, mit dem Hefeteig. Das ist wirklich ein sehr guter Pollenersatz. Aber jeder Pollenersatz, egal was er für einen, welchen ihr benutzt, ist immer nur... Eine gewisse Zeit lang möglich. Also wie zum Beispiel beim Eiweißteig funktioniert das, habe ich festgestellt. Ich mache zwei, mach maximal zweimal 250 Gramm. Ja? Wenn die weg sind, dann sind die weg. Und dann müsste mindestens wieder vier Wochen dazwischen sein. Also ein Brutzyklus, bis die wieder was bekommen könnten. Wenn man das mehrmals macht, habe ich festgestellt, ist das nicht so gut. Weil äh, dann sind wir wieder bei der Ruhe, ja? Äh, und das wollen wir nicht. Honigraum aufgesetzt ist, da füttert man eigentlich nicht zu. So da ist das Futter dann. Äh Die Zeit, während. Was? Ah, das ist eine Antwort, Nils Wilken. Warte mal, ich schau mal, was er da noch gefragt hat. Ich Margarete, Margarete, meine, äh, meine Frau, würde ich auf jeden Fall, die ruft dich an. Also, ich habe die Nachricht bekommen, ich habe es entdeckt. War aus irgendeinem Grund im Spam-Ordner. So, Frank Hill. Dann der Marco. Marco, Stefan. Butter war im Brutnest. So. Dann... Warte mal, warum ist das hier? So. Mit etwas Honigmischen invertiert dann der Futterteig nach einiger Zeit. Ja, Bucky Bees. Äh, das mit dem Apifonda, da hänge ich noch ein bisschen, da muss mir noch ein bisschen reinhängen. Da muss ich mal bei Südzucker anrufen. Weil ich musste feststellen, beziehungsweise über den Walter feststellen, der hat mir geschrieben, dass Fonda bei ihm invertiert ist. Ja, ich habe das, der hat mir das auch geschickt, den Zettel, und bei ihm, das hat ja, also, ich nehme eh keinen Polen raus, also von dem her, die haben genügend, und äh, Apifonda ist, ich musste feststellen, weil ich habe auch einen Apifonda da, einen Teig. Also, wenn du den Apifonda mit Honig mischt, nur mit eigenen Honig, wenn dann überhaupt, äh, ja, äh, geht, würde gehen. Es würde aber auch gehen, wenn du dir ein Invertmittel kaufst, wenn du gar keinen Honig hast und du kaufst dir Invertin und mischt das mit egal welchen futterteig dann invertiert das alles gefüttert wurden in dem jahr nicht genutzt werden darf wollte gerne wissen wie ich ja zk äh, jetzt hat leses da hast du recht da hast du vollkommen recht völker also wenn du jetzt im prinzip im frühjahr so eine reizfütterung machst es sind ja noch keine Honigräume drauf, gar nichts, so eine Reizfütterung machst, dass das Brutnest aktiviert wird, ist alles völlig im grünen Bereich, ja? Und spricht da nichts dagegen. Du darfst theoretisch sogar äh, füttern so viel du willst jetzt. So, dann heißt es aber, ich mache zumindest so, äh, ich mache dann, wenn wir jetzt dann weitergehen, dass wir kurz vor der Honigraum aufs, aufsetzen sind. Dann werden bei mir die Völker im Prinzip, die kriegen links und rechts, ist meistens noch eine, eine Futterwabe, ja, weil ein verdeckeltes Futter tragen die nicht oben rauf. Ja, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich bis unmöglich. Äh, so, jetzt hast du die. Dann setzt du deine Honigräume auf. Ab dem Zeitpunkt, wo deine Honigräume drauf sind, hat Zucker, Wasser, Futterteig, äh, Nichts mehr in den Völkern zu suchen, egal in welcher Form. Äh, da kann man jetzt natürlich streiten und diskutieren, aber ich persönlich, ich bin, ich bin Imker, ja. Ich bin Imker und ich bin nicht, äh, wie, ja, ich will mir jetzt nicht falsch ausdrücken, ich, also ich bin ein Imker und ich bin noch mehr dazu, ich bin Hobby-Imker. Ich habe es nicht nötig, äh, mir da was aufzufüttern, dass ich noch mehr Honig bekomme muss ich nicht? Vor allem ich verfälsche das ganze Ergebnis, weil wieso soll ich, wenn ich jetzt im Prinzip ich egal und ich will da jetzt auch nicht unbedingt groß diskutieren, äh, wenn meine Honigräume da drauf sind, ist mir persönlich das egal, ob ich da 100 Milliliter oder 1 Kilo oder sonstiges irgendwas an Zuckerwasser reinbringe, weil was unterscheidet mich dann von dem Importhonig, wo jeder deutsche Imker schimpft? Was unterscheidet mich dann? Was ich finde das hat nichts mehr damit ökologisch, mit Bio, mit. Ja. Wisst ihr was ich meine? Nicht. Also von dem her, Honigräume sind drauf, da wird nicht gefüttert. Riesige Trachtlücke, nichts geht mehr, Futter wird immer weniger, also der Honigraum, die verbrauchen langsam. Was macht der vernünftige Imker? Der will ja den Honig verkaufen, weil davon lebt er, der schleudert diesen Honig aus. Im Prinzip sind die Honigräume dann weg. Ja? Und dann kann der meinetwegen so zwischenzeitlich, entweder wenn er auf Vorbereitung ein bisschen Futter, äh, Futterrämpchen noch hat, hängt er die rein und füttert die so wieder im Prinzip auf. Oder er füttert drauf, aber ohne Honigräume, bitte. Ja, ja, wieder muss ich sagen, das habe ich auch zum Ding schon gesagt, auch ohne Booster. Ich, ich mag das einfach nicht. Das ist, das, das hat was mit meiner Grundeinstellung zu tun. Wie soll ich das erklären? Das macht man nicht. Gott, ihr schreibt wieder. So, jetzt warte mal, ich gehe mal rauf. Äh, Futterkranz. Antwort auf 1812, warte mal. Seit während der Honigraum aufgesetzt ist da bla bla okay nee das war das nicht das war der Marco neulich gelesen dass der Honig ja das ist der warmer Gelatine im Eiweißteig keine Erfahrung was was sehr gut ist ist äh, Milchpulver aber das ist halt ein Eiweißlieferant. Also, Milchpulver ist ein Eiweißlieferant. Aber ich bin ja nicht so, ich will ja gar nicht so viel. Äh, ich will ja nur, ich habe halt festgestellt, so wie ich jetzt Imker mittlerweile, das ist so viel, äh, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, dass ich gesunde, starke Völker habe. Und, äh, und wenn ich gesunde, starke Völker habe, habe ich in der Regel auch einen guten äh, Eintrag. Und wenn, wenn kein Honig da ist, dann ist eh egal. Kollagen. Cool, okay, also äh, Werner, Reinheit des Honigs muss garantiert werden. Ja, Werner, da gebe ich dir recht. Das muss so sein. Und wenn ich das garantieren will, ja, dann äh, dann darf ich das einfach nicht machen. Dann darf ich so, darf ich halt nichts einbringen. Ist ja eh schon im Prinzip das Risiko. Ich kenne Leute, die haben die Völker äh, vor den Kisten gefüttert mit Futterteig. Mit äh, ist ja das Risiko schon. Ich habe, ich hatte schon eine komplette Tour Honigräume, die ich runternehmen musste, weil meine Ladies gedacht haben, wir räubern jetzt mal so richtig schön. Die Futterrämchen, die bei anderen im Garten stehen. Ja, richtig beschissen, sage ich euch. Richtig beschissen. Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Booster nimmst du nur stündlich, wenn du viel Honig. Ja. <laughs> ja. Bei mir hat aber Booster in Völkern, wo ich Honig ernte, habe, Booster in den Völkern nichts zu suchen. Der Kurt ist auch da, servus. Ähm, dann Kerstin. Okay, ja, wie gesagt, Kerstin, bei mir funktioniert es nicht. Ich kann die Bienen nicht auf eigenen Honig überwintern. Ist Katastrophe, ist wirklich absolute Katastrophe. Und ich habe festgestellt, sobald ungefähr wenn ich mehr wie drei, vier Rämpchen drin lasse, ist es zwar nicht so schlimm, aber ich habe immer das Problem und seitdem, wo ich alles rausnehme, sind die Völker wesentlich vitaler. Ich habe kein Problem mehr mit Ruhe seitdem. Ich habe auch kein Problem mehr mit Nosema. Auch am Anfang ist es halt so, Bicham, Servus. Äh, am Anfang ist es halt, wenn man jung im ist, ja, man hat da Interesse, also ich hoffe doch, dass man da Interesse hat. Und man will halt einfach wissen, man will schauen und man denkt sich, ach komm. Und dann schaut man sich zig Videos an und dann hört man fünf davon sagen: Ach, ist doch egal, schau in die Kisten, auch wenn es minus 5 Grad hat. Äh, ich muss jetzt da ein bisschen Rüge machen, auch wenn mir jetzt da manche Leute hassen, weil die Pia Aumeier sagt: die, Kiste, die Bienen heizen nur die Traube, nicht die Kiste. Liebe Pia, du hast vor Physik, glaube ich, musst du noch mal in die Schule, äh, weil wenn die Bienen keine Abwärme hätten, dann könnte man sie auch nicht über die Wärmebildkamera außerhalb der Kiste sehen. Indirekt heizen sie trotzdem die Kiste, ja. Und wenn ich das permanent öffne, entziehe ich einfach Energie Wärme. Da können wir jetzt hin und her diskutieren, das ist eine einfache physikalische Sache. Es ist einfach so. Und aus dem Grund, wenn es geht, so schonend wie möglich, ja, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und das ist so mein Grundsatz. Äh, wenn ich nicht aufmachen kann, wenn ich eh nichts ändern kann, dann bleibt dazu. zu. Egal wie neugierig ich mittlerweile bin, dann bleibt zu. Ich kann eh nichts ändern. Äh, und das ist eigentlich so der, das Ding. Und das hat sie mittlerweile, hat sie dich so eingeschossen über ein paar Jahre jetzt. Und das läuft auch sehr gut. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Zertracht mit eigenem frischen Honigfüttern. So bekommst du mega gleichmäßigen Wabenhonig. Warte mal nochmal, was allerdings bei mir? Völker mit nach der Tracht mit eigenem... Ja, das funktioniert. Das ist wirklich so, ja. mache oder gebe ich dir recht. da recht. Da kannst du im Prinzip als, ja gut, du hast ein bisschen einen Honigverlust, aber durchs Umtragen. Aber die haben halt dann einen Futterstrom, der jenseits von gut und böse ist. Das ist alles schon umgearbeitet. Das habe ich ja mal gemacht, wie äh, überall so eigentlich fast nichts drin war. Dann habe ich alles abgeräumt und alles auf ein Volk drauf zum Füttern und die haben wir eigentlich von zehn Kisten alles kompakt in zwei gepackt. Ja, das war eigentlich wirklich eine gute Sache. Okay, das, das ist aber, das kommt auf die Gegend drauf an. Also ich muss äh, ehrlich sein, ich habe bei mir hier wirklich äh, eine sehr gute Gegend. Also ja, wirklich eine bombastisch gute Gegend. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hatte aber auch schon eine Nullrunde. Ja, ich hatte schon wirklich eine Nullrunde. Die Völker waren bombenstark. Ich habe alles dafür gemacht, dass die Völker topfit dastehen. Und dann kam nichts. Dann kam nichts rein. Erst erste Tracht ist erfroren, zweite Tracht ist ausgetrocknet. Also das war Katastrophe. Aber Pollenbretter habe ich so viele gehabt, da hätte ich ganze Lagerräume ausstopfen können. Ja, Melozytose, Melozytose, habe, komischerweise habe ich bei mir hier Melozytose überhaupt nicht. Also überhaupt, äh, ich kenne einen, der ist vielleicht, boah, der ist von mir 15 Kilometer weg, der hat mit Melozytose Katastrophe. Also ist wirklich Katastrophe, der wenn die nicht absolut just in time rausnimmt, ja, äh, ist das Ding fest. Ja. ja, Marco, ja, ich habe vor zwei Jahren war bei mir die Nullrunde. Vor zwei Jahren. Äh, Klaus, nein, ich mache keine TBE. Also, TBE ist ein ganz ein gutes System. Will jetzt halt nichts abstreiten. Äh, muss, müssen aber äh, mehrere Symptome zusammenpassen. Äh, pff, aber nee. Also ich habe jetzt mein System, so wie es jetzt läuft, läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die Varroa eigentlich sehr gut unter Kontrolle. Ich war jetzt, äh, vorgestern war ich bei den Völkern, also, was heißt, ich bin halt einmal rundherum gegangen, ähm, da hat die Sonne gescheint und da sind alle Völker, war Flugbetrieb, ähm, da habe ich mal oben kurz reingeguckt, also es schauen alle Völker sehr schön aus. Ich habe zwei Sorgenkinder, das eine hat zu wenig Futter, und das andere könnte sein, dass es weislos ist. Aber ich kann sie jetzt eh nicht ändern. Also von dem her. Und. Aber es sieht gut aus. Und. Was ist negativ bei der TBE im Juli? Vor oh, Klaus. Für mich wäre es zu spät. Für mich wäre es zu spät. Also für meine Region, wo ich hier bin, wäre es fast zu spät. Ja, okay, könnte funktionieren. Wird aber, wird, wird, wie der Jupser so sagt, eine knappe Kiste. Also bei uns hier, weil es dann, wenn es Pech hast und Wetter schlägt um, ist es sehr schnell, sehr kalt. Die haben halt dann über weil die müssen ja von null auf alles bauen. <laughs> Wenn du Pech hast, hast du bei uns da eine Trachtlücke. Wenn du Glück hast, hast du äh, sehr viel Wald. Also bei uns hier, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen früher machen. Wahrscheinlich im Juni. Aber gut, es kommt. Ja, und gut füttern. Also Aber mit TBE, da bin ich raus. Also da bin jetzt ich, da habe ich jetzt nicht so die große Erfahrung damit. Äh. Ich habe es zweimal probiert, es hat zweimal auch gut funktioniert, muss ich auch eingestehen, es hat gut funktioniert, aber äh, ich musste auch feststellen, dass mir bei uns hier dann, ich musste dann trotzdem nochmal gegen, äh, gegen Varroa behandeln und dann habe ich mir gedacht, nö, wieso soll ich mir da die extra Arbeit machen äh, und dann muss ich nochmal behandeln. Und warum musste ich nochmal behandeln? Weil der, Verflug, äh, der Zuflug dann zu hoch war. Und der Zuflug war ab dem Zeitpunkt zu hoch, wie ich äh, Varroa-Behandlung gemacht habe. Da müsste ich sie wegfahren. Ja, mit wegfahren. Also, das wird dann wirklich gut wieder funktionieren. Aber es, es ist Arbeit. Es, das, und das schaffe ich dann zeitlich nicht. Also. Liesbeth Fühler, TBE ist totale Brutentnahme. Man nimmt einem Bienenvolk komplett jegliche Brut, macht damit in der Regel einen Brutableger, ja, fährt den dann aus dem Flugradius, nimmt mit der Brut die gesamten Varroen mit und die verbleibenden Flugbienen, das haben ja dann nichts mehr, leere Waben, alles müssen neu bauen, dann füttert man halt Vollgas, füttern, 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 füttern. Dann bauen die alles neu, legen neu. Und man muss natürlich auch noch äh, mit Oxalsäure, Milchsäure. Ich würde wahrscheinlich Milchsäure nehmen. Muss man sie nochmal besprühen. <laughs> Was? Jupp schreibt das Buch erfolgreich überwintern. Um. Du könntest das Buch besser schreiben. Ah oh, Daniel, ich glaube, das könnten sehr viel mehr besser schreiben. Also ja, genau. Der Markus sagt, man fährt die weg und überlässt die Baron dann den. Das Problem hat dann der andere. Dann funktioniert das wirklich gut mit der TBE, wenn man die aus dem Flugradius fährt. Dann ist es wirklich, muss ich feststellen, wirklich. Aber das ist mir alles. Vor allem, ich habe eh eine permanente Rotation von meinen Rämchen, also ich habe eh immer frisches Wabenwerk. Meine Rämchen sind maximal eineinhalb Jahre alt. Maximal, dann sind sie weg, dann kommen sie raus. Dann schöpfe ich ja meine Völker sowieso permanent. Also ich mache im Prinzip so eine permanent Brutentnahme, weil ich ja meine Völker im Sommer, wenn es gut läuft und schön Tracht reinkommt, Schröpfe ich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Schröpfen anfange, also Anfang April mache ich meistens ein paar Ableger. Ja. Dann, äh, also Ende April, mache ich meistens ein paar Ableger. Dann läuft es, wenn wir dann so in der Hochsaison sind, im Mai, Mitte Mai, Ende Mai spätestens, kommt bei mir, bei jedem Volk, jede Woche ein Bruträmpchen raus. Ist einfach so. Es kommt. Vor jedem Volk und ich mache das meistens so, weil viele sagen, wir, bist du behindert? So nach dem Motto, äh, ich hätte ja dann im Prinzip, könnte jede Woche meine Imkerei verdoppeln. Ja? Äh, nee, das mache ich natürlich nicht. Ich mache meistens, äh, mach ich, ich mache ja Einwabenableger. Es werden erstmal, beim ersten Mal werden Einwabenableger gemacht. Sobald da die Königin da ist und stiftet, ab dem Zeitpunkt werden die Rämchen von die ich da entnehme, den anderen Völkern einfach mit eingehängt. Meistens mit einer Zwischenwabe, dass sie nicht gleich sofort direkten Kontakt haben, nicht dass man die Königin abstechen. Äh, wisst ihr was ich meine? Und dann werden die verstärkt. Und innerhalb kürzester Zeit sind das alles volle die Völker. Stefan S. Stefan Neinjub sagt, woher ein Volk ist vielleicht weislos. Woran erkennt er das? Ja, woran erkenne ich das, Stefan? Ohren. Also, wenn man normalerweise an so einem Volk steht, im Winter oder im Sommer, im Frühjahr, egal wann. Und man macht an der Kiste diesen hier. Ja? Oder wie vor drei Tagen, war sehr schön. Und da habe ich bei dem einen Volk, der mir eh schon so... Warte mal. In meinen Augen macht das keinen Sinn. Erst muss ich ein behandeln nach TBE2. Also warum? Liebe die Völker neu. Äh okay, ich kapiere den Satz nicht, Marco. Ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf der Leitung. Aber, also, man hört es, man kann es vermuten. Am Brummen des Volkes. Volk äh, äh, ohne Königin macht meistens. Also, hört sich anders an. Kann ich. Ich kann es leider nicht nachmachen. Ja. Es hört sich einfach anders an und das Brummen und Surren ist wesentlich länger. Wenn du jetzt im Prinzip einen Smoker nimmst, ja, wir reden jetzt von ganz normalen äh, ja, Klopfprobe. Also wenn du wirklich du klopfst und hörst, und ein normales Volk macht, brummt hoch und wird wieder leise. Ja. Meist, da ist meistens alles okay. Ich würde jetzt sagen, immer. Es gibt immer Ausnahmen, aber meistens ist es okay. Wenn das Brummen sehr lange geht, also dann ist es oftmals, auch nicht immer, aber oftmals ist das so ein Indiz, dass kein Königin da ist. An dem, also rein am Geräusch. Äh, aber gut, dass ich jetzt das richtig weiß, müsste ich jetzt rämchen ziehen. An dem einen Tag sind sie geflogen, ja. Aber nein. Nein. Äh, weil ich könnte jetzt eh nichts machen. Ich könnte jetzt das Volk auf anderes Volk aufsetzen. Dann, dann habe ich das Risiko, dass das eine Volk, durch, falls sie noch eine Königin hätten, durch das Pheromon der unterschiedlichen Königinnen, bringe ich einfach ein bisschen Ungleichgewicht rein. Die bringen sich nicht um, weil es zu kalt ist. Aber ich bringe Unruhe rein. Und was sagt uns wieder die Unruhe im Winter? Wir haben wieder Ruhe. Wir haben das Risiko für die Ruhe, also für Oder für Nosema. Haben wir wieder vergünstigt. Also, nein, mach ich nicht. Ja, genau. Er weiß, was es So. Also, jetzt nochmal. Jetzt mal Marco nochmal lesen. In meinen Augen macht das keinen Sinn. So, jetzt ist die Frage: Auf welche? Ich habe schon wieder so viel Gerät in der Zeit. Das ist keinen Sinn. Also, macht das jetzt Sinn mit den Schröpfen oder mit der TBE? Erst muss ich 1 behandeln nach TBE2 als nach 2 Also, warum? Lieber die Völker gesund schröpfen? Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Ich glaube, du machst es dann auch so im Prinzip wie ich, dass du die permanent schröpfst. Gut, okay, das kann natürlich, ich muss dazu sagen, normal, es kann schon auch vor sein, dass manche Völker dann ausgelassen werden. Die werden nicht jede Woche. Ja, aber die, wenn die Tracht da ist dann sind die Völker wirklich Bombe und dann muss, wird da schon also gut zusammengeschröpft, ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, Marco. Ja, genau, Stefan, noch nicht früher. Spätestens, wenn ich die Rähmchen ziehe und es ist keinerlei Brutnest vorhanden, nichts, äh, dann ist normalerweise keine Königin da. Normalerweise keine. Aber ich schaue dann trotzdem ganz genau, weil ich das auch schon hatte, dass kein Brutnest vorhanden war. Nichts, aber eine Königin. Es war eine Königin da, aber die hat einfach nicht gestiftet. Ja. Null. Gar nicht. Und ich habe gedacht, ach, vielleicht fangen sie wieder an. Aber das war schon sehr die. Bienchen waren schon sehr unten. Dann haben wir von einem anderen Volk wirklich die Mühe gemacht und haben ein Rämchen gesucht mit nur ganz minimal Brut drauf und habe das den dann eingehängt. Äh, ohne Bienen natürlich, weil Bienen hatten die ja noch. Äh, ich wollte einfach nur sehen, was machen die mit den Stiften. Und was war das Ende vom Lied? Die haben Weißelzöllen gezogen ohne Ende. Ohne Ende. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Weißelzellen ziehen, also gezogen haben, zunächst die Woche drauf, wie ich gekommen bin, waren ja die Weißelzellen da und da war die Königin abgestochenerweise schon unten auf dem, ist auf dem Gitterboden gelegen. Also im Prinzip haben die die Königin zwar als Königin akzeptiert, äh, haben aber gewusst, dass die einen Schaden hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sobald die die Möglichkeit hatten, eine neue Königin zu ziehen, haben die wirklich die alte rauskaut? also. ja also. Äh, äh, oxalsäure verdampfen verträgt sich eigentlich klaus mit äh, tbe besser weil äh, oxalsäure verdampfen wirkt ja nicht in die zellen. also oxalsäure verdampfen wirkt ja nicht in den zellen. Das wirkt ja nur auf den Bienen. Und wenn ich jetzt ein TWE mache, und da ist ja keine Brut mehr vorhanden und dann mit Oxalsäure B verdampfe, dann reicht mir in der Regel zweimal verdampfen, dann ist da alles tot. Also da gehe ich zwei Tage am Stück, ich, ich habe da keine Ahnung, aber ich vermute mal und dann ist alles, aber ich kann das ja auch mit Milchsäure machen, mit äh, Träufeln, mit Spritzen, ist dann egal. Da sind ja alle Varroen tot. Uh, an dem scheitert es ja nicht. Uh, das Problem ist ja das Volk, wo übrig bleibt. Vom Tup, teilen und behandeln. Gott, ihr habt so alle Ausdrücke, Tup. Also, Tup, teilen und behandeln. Das muss man jetzt ein bisschen erklären, was du unter teilen und behandeln stehst. Also, keine Ahnung. Da steckt bestimmt irgendwas anders da. Also ganz Simples dahinter. Ja, einmal reicht, okay, Rudi. Aber dann kann, das Problem ist ja, dass das Volk das da übrig bleibt. Ich kenne ja auch äh, Imker, die machen die TBE wirklich radikal. Und radikal heißt: Die nehmen die Brut, klopfen die Bienen ab, haben nur die Brut und die Brut wird einfach vernichtet, also wird ausgeschmolzen. Da müssen die ja nichts mehr behandeln und sonstiges. Ja, äh, Werner. Äh, Brudling und Flugling, ja, so hat es früher geheißen und heutzutage hat man gedacht, man muss das ein bisschen modernisieren. Äh, und deswegen hat man dann TBE dazu gesagt. Also für mich ist äh, Flugling und Brudling eigentlich fast das gleiche äh, wie die T Also es kommt genau dasselbe wie, äh, wie bei der TBE raus. Kommt genau das Gleiche. Man kann die auch verstellen oder die, die Fluglöcher ändern. Das funktioniert ja auch. Dann hat man in einem Volk nur Flugbienen und im anderen Volk nur Brut. Ja, funktioniert. Also geht. Ist das das Prinzip von Teilen und Behandeln? Ah, okay. Das ist das Prinzip von Teilen und Behandeln. Ja, ja wie gesagt, das, also im Prinzip. Lasst euch bitte nicht äh, da täuschen von ganz vielen Ausdrücken von ganz vielen wichtigeren Menschen wie ich es bin. Ja, äh, die haben die Imkerei auch nicht neu erfunden. Ja? und nur weil was anders heißt, heißt es das nicht, dass es besser, schlechter äh, oder sonst es bleibt immer noch das Gleiche. Hab vieles probiert, Tumpf, Ja, gut, Tumpfi. Ich bin zum Beispiel, ich bin absoluter Verfechter von keinem Schwammtuch. Ja, ich mag Schwammtuchbehandlung überhaupt nicht. Über wenn jemand ein Gefühl dafür hat, ja, das ist, Schwammtuch ist so eine Sache. Wenn jemand ein Gefühl dafür hat, fürs Wetter, für seine Bienen und das, wenn da jemand so ein bisschen Gespür hat, funktioniert die Behandlung mit Schwammtuch exzellent. Hat da jemand kein Gefühl? Katastrophe. Ja, Milchsäure, Stefan, ist verträglicher. Aber wie gesagt, das, ist, das meiste ist immer noch, das Imkern ist immer noch das gleiche fast wie vor 65 Jahren oder keine Ahnung wie lang. Es haben sich manche Methoden haben einen neuen Namen bekommen und manche Sachen werden halt einfach durch die Magazinbeuten und so einfach wesentlich einfacher. Man hat auch, ja, wie soll ich sagen, die Futtermittel sind besser geworden. Ja. Ja, Klaus, ich finde die Ameisensäurebehandlung so im Prinzip auch schlecht, aber es gibt halt leider keine richtige Alternative in Deutschland. Ich weiß, es gibt sämtliche anderen Streifen und sonstiges wo man, aber wenn man mal genau dahinter schaut, da ist halt noch da ist die Ameisensäure eigentlich nur das kleinere Problem. Die Ameisensäure ist halt äh, aggressiv kurz kurz sehr aggressiv, aber ist dann weg im Prinzip und die viele andere Mittel bleiben halt über Monate im Prinzip im Wachs im Volk. 10 Milliliter, 4 Tage später, 15 Milliliter, 4 Tage später, 15 Milliliter, 4 Tage später, 15 Milliliter. Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch ein Fan äh, vom Oxalsäure verdampfen, aber noch ist es halt nicht zugelassen. Leider ist es halt. Und so blöd wie es klingt und äh, äh, wir sind halt wir haben Rechtsvorschriften was mit Honigverordnungen zusammenhängt und sonstiges und da ist es halt blöd, wenn da jetzt jemand kein, kein Honig erntet und das nur für seine Bienenvölker macht dann würde ich persönlich sagen soll er machen, also es ist ja nicht schlimm, aber rein für die Honigernte, wenn man ohne zulassen, ja gut ich, ich will mich nicht so ganz äußern, sagen wir es mal so so maqs Streifen, die hat mir, irgendjemand hat mir da mal was geschickt. Ich habe da leider keine Erfahrung. Aber ich glaube, das sind auch Ameisensäure, oder ist es? Die Streifen. Api Life War Streifen. Also ich persönlich, ich bin immer noch bei der Ameisensäurebehandlung ganz normal hängen geblieben im Prinzip. Äh, und aus dem Grund bleibt es so, wie es jetzt es läuft. Ja. Also ich habe jetzt mit, ich habe durch die Varroa noch kein einziges Volk verloren. Toi, toi, toi und ich will es nicht verschreien. Ja. Äh, und ich hoffe, es bleibt auch so. Aus dem Grund Ja, also ich hoffe, dass sie es durchsetzen. Ich hoffe wirklich, dass sie es durchsetzen. Und dann, ja. Dann kann ja, es kann ja jetzt im Prinzip auch jeder jeder jetzt schon machen, was er will. Äh, ja. Hey, hier Mosa. Welcher Dirk, 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 Dirk? Ja, der wie du hast ja den den Gaswapp, oder? Ne, doch. Oder ne? Ich weiß nur, wie er heißt. So Schweizer Imke beheizen die Mittelwände und somit jedi. Ja, Stefan, was ist nicht du? Hast du mir dann etwas geschickt? Aber sorry, keine Möchte TV ist Ja, gut, Rudi Beck. Aber was, wenn man jetzt die Brut vernichtet, ja, braucht man nichts. Wenn man aber jetzt die Brut mit den Bienen übrig hat, die muss man behandeln. Äh, man kann die nicht einfach lassen. Man, äh, Varroa, hochverseuchtes Volk. Und Milchsäure brauche ich schon, äh, weil du ja die aufsitzenden Varroen auch. Ach genau, okay. Äh, du willst ja die auch weghaben, sonst ist ja das im Prinzip nur ein bisschen Zeit schinden. Dann könnte ich im Prinzip ja rein ins Flugloch und aus. Ja, Osv. Ja, muss sagen, das ist auch bei uns ist leider.

ja, ich sag's ja dann, Oma. Du ja, So bin wieder da. Ja, Anna, fragst du mal Mama, weil die Oma braucht's. Das ist zur Oma Schause. So TBI, Brutscheune und dann Oxalsäure. Ja, genau, Henny, so kenne ich's auch. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend. Weil. Ihr seht ja, ich habe hier meinen Schlafanzug schon an. Und ich habe mir gerade mit Saft angekleckert, ja. ja. Übrigens, da. Das ist mein. Bin ich nicht sexy? In der Blockbehandlung machen kann man. Oxal, oh, sorry, ich glaube schon, ja. Ja, Rudi, das meine ich ja. Also du äh, sprühst du ja dann. Aber ich mache dann Feierabend für heute. Das war wirklich wunderbar. Warhin wieder eine interessante Sache und ich hoffe... Wer am Anfang des Videos gesehen hat, ihr könnt es jetzt unterscheiden, was ist Ruhe? was ist Nocema. Eine hundertprozentige Unterscheidung gibt es nur aus dem Labor. Ja? Aber man kann schon ziemlich, man kann schon sehr gut differenzieren, wenn man das weiß, wenn man das mal gesehen hat, was die Unterschiede sind. Ja, Matthias, ich glaube, ich hau mich jetzt dann auf die Couch äh, und. Machen wir noch einen gemütlichen Abend. Ja, ich muss dann. Aber das ist mein Kampfanzug. Ich sage aber, das ist mein Kampfanzug. Mich haben dann die Leute schon ganz doof angeschaut, wie letztes Jahr waren wir auf einer Silvesterparty, ja. Und hat es geheißen, wir sollen uns gemütlich, gemütliche Klamotten, also richtig gemütlich, so für Couch-Session und so. Ja, was hat der Jupp an? Mein Kampfanzug. Ha. Also, das ist ein Jumpsuit, Schlafanzug. Äh, und und wie gesagt, ihr könnt es gerne nach dem Video. Vor ein paar habe ich es gelesen von der Kerstin. Äh, dürft es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir das Ganze mal noch vertiefen sollen. Ich habe auch ein Mikroskop, wie gesagt. So, das Mikroskop ist nicht mal teuer, das ist ein Standardmikroskop. Ich glaube, von Amazon habe ich das damals gekauft. Mit dem kann man sogar selbst, ja, selbst äh, im Prinzip untersuchen, äh, was ist da drin. Ja? Das geht sogar bis hin, man kann sogar die amerikanische Fallbrut unter dem Mikroskop erkennen. Zu mir hat mal jemand gesagt: Das schaffst du nie. Aus irgendeinem lächerlichen, komischen Grund habe ich das erste Mal das versucht und ich habe die Analyse ungefähr genauso gemacht wie die kacke Untersuchung der Hühner. Gegen, äh, wie heißt es? Bei den Hähner. Ja, ist ja egal. Und muss sagen, einwandfrei funktioniert. Gesättigte Zuckerlösung, die Kacke aufgelöst, Glaspimpetti oben drauf gelegt. Es setzt sich alles am Glas an, umgedreht und das Mikroskop und da mal durchgeschaut. Und man sieht sogar, äh, man sieht sogar Sporen, wenn man amerikanische Fallbrut-Sachen untersucht. Sieht man sogar die Sporen von der amerikanischen Fallbrut. Das sieht nämlich ungefähr. Warte mal, ich schreibe das mal drunter. Nein, 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 nein. So aus. So. So richtig zickizacki. kennt man eigentlich. Kokzidien, genau. Das hat jetzt gerade. Kokzidien. Äh, und seitdem habe ich das Zeug, weil ich das einfach selber untersuchen wollte. Nein, das haben wir noch nicht, Kokzidien. Da erkennt man die Eier. Da war sogar unser Tierarzt beeindruckt, was ich da für schöne Bilder gemacht habe und ob ich die ihm kopieren kann. Der hat sich in der Praxis für die Lehrlinge, die auf, aufgehängt, dass sie unterscheiden können, was sind Kokzidien, was sind Luftblasen. Und... Äh, ja, man erkennt die Sporen schon. Da gibt es, also ich habe jetzt kein Buch, ich nutze da Google. Ich nutze da einfach Google und dann suchst du dir da Da findest du vielleicht, weiß ich nicht, 50, 60 Bilder. Da ist es aber relativ schön beschrieben, was ist was, wie sieht es aus und wie groß ist es. So, jetzt ist bloß für den Anfänger interessant, wie groß sind zwei Mü unter Mikroskop. Aber ich kann ich gerne mal ein Video machen darüber. Oder ein Livestream. Da schauen wir. Muss ich mal schauen. Vielleicht bringe ich es hin, dass wir es live hier gucken können und äh, streamen. Aber dann, ich bin dann raus. Ich hau mich ins Bettchen. Äh, schönen Abend noch. Ciao. Macht es gut und.